wir zwei sind die Verrückten von der Schützlein. Genau, wir zwei. Ich, der Dominik, das ist der Thomas. Wir bringen euch im Motorsport. So, ein kleines Problem wie beim Ausladen, jetzt beim Einladen vom Simulator. Auch wieder ohne Gabelstapler. Mal schauen, ob Vicky das auch wieder hinkriegt. So, und schon ist er drin. Und so sieht unser Kartwerkstatt aus nach Wackersdorf, wenn wir keine Zeit haben, zum die Karts wieder herrichten. Ist quasi mehr ein Zwischenlager jetzt, wie eine Werkstatt. Ist aufgeräumt, sauber. So, wir haben mal wieder Freitagmorgen. Wir sind unterwegs für eine Auswärtsveranstaltung. Wir machen mal wieder ein bisschen Party mit unserer mobilen Schnitzelalm. Das Ganze beim Klaus, einer der Bekannten von den Cool Runnings. Diesmal darf meine Freundin auch mitkommen. Ausnahmsweise nehmen wir mal Frauen mit, weil wir gehen ja nicht an den Rennplatz. Ja, an den Rennplatz nehmen wir keine Frauen mit. Außer unsere Omi, ja, weil die uns immer lecker mit Essen versorgt. Das sind sie doch gar nicht. Da sind immer Omi und Opi. Omi und Opi. Ja, und so sind wir im Pforzheim angekommen. Der Aufbau fängt so langsam an. Der Dominik sucht gerade noch einen Plan. Wir haben ja das Ding schon jahrelang nicht mehr aufgebaut. Wir wissen gar nicht mehr, wie es geht. Vorne im Starkstrom, ja? Da muss ich nicht so weit hin. Ja, ja, klar. Er braucht zwei Anschlüsse. Was machst denn du da, Dominik? Ich spiele wieder mal mit unserem großen Spielzeug hier in Pforzheim. Verherrlicht 38 Grad im Zelt. Aber das sind wir ja schon gewohnt dieses Jahr, weil überall, wo wir sind, ist Sonne und ist immer heiß. Komisch. Aber das ist doch gar kein Go-Kart. Nee, anderes Spielzeug. Großes Spielzeug. Aber hier schaut es aus, als würde Eros Ramazzotti auftreten am Wochenende. Backstreet Boys, Wiedervereinigung. Und Take That. Ja, und Oma macht Pause. Ha, der Felix, der macht auch wieder das, was er am besten kann. Pause. So, wir sind fast fertig mit dem Aufbau jetzt hier in Pforzheim. Ihr seht im Hintergrund, es fehlt noch ein bisschen Deko. Das Buffet steht auch schon. Die Lichtanlage steht. Natürlich der Bierwagen steht natürlich auch schon und ist soweit ready zum Zapfen. Opa macht Mittagsschlaf, guck. Opa ist gerade wieder aufgewacht. Hä? Opa, bist du müde? Nö. War anstrengend, Simulator fahren? Ja, sehr anstrengend. So ja, wie sich's gehört für Oktoberfest, weiß-blauer Himmel. Der Dominik. Hat's auf dich! Wo ist er denn? Direkt an der Quelle. Ja. Immer an der Quelle. Bester Job. Dominik darf heute mal einen Anstich machen am Dominik? Bierwagen. Ja, jetzt schauen wir uns mal die mobile Alm an. Schön rustikal mit Holzmöbel. Ja, oben haben wir unsere Veranstaltungstechnik aufgebaut. Alles, was wir so dabei haben. Hier darf heute Abend der DJ aus den Bergen ja, ein bisschen Licht machen. Der Dominik. Und natürlich haben wir ordentlich Sound auch dabei. Hier sehen wir mal so ein bisschen einen Blick in die Küche. Alles frisch zubereitet, wie sich's gehört. Ja, wird bestimmt ein lustiger Abend. Schauen wir noch mal, ob wir den Klaus noch kriegen. So, hier wird nachher das schöne Buffet stehen. Ja, momentan ist noch alles schön leer. Der Marco kocht gerade noch. Schauen wir mal, wenn ich es nicht vergesse, dann fällt mir das nachher noch, wenn es eingestellt ist. Schauen wir mal, wenn wir noch so alles dabei haben. Dominik, wie geht's meinem Weizen? Ja, jetzt schauen wir mal, da haben wir den Klaus. Hi. Hier, für den Verrückten machen wir das alles hier genau. In Pforzheim. Keine Ahnung, wie wir da dazu kommen sind. Irgendwie habe ich das versprochen, weiß nicht warum. Heute Abend machen wir auf jeden Fall ordentlich Gas. Mal gucken, wie lange es dauert, bis die ersten Kollegen in Tracht da sind. Die haben dann aber andere Tracht an. Und Blaulicht auf dem Auto da. Ich denke, das wird ein richtig geiles Fest und hoffe, dass sich alle richtig Stimmung haben und dass alle Gäste zu ihrem Spaß kommen. Also ich glaube, Stimmung gibt's. Ja, gut, super. So, dann schauen wir mal, wenn wir da noch an der Hühnerfront haben. Da haben wir auch wieder eine eingefangen, die kennt man gar nicht mehr. Ja? In den YouTube-Videos ist die gar nicht da, aber die Lisa ist quasi mein Kind seit Jahren. Ja, und die spielt heute mal wieder mit hier. Freut mich, Lisa, dass du da bist. Haben wir mal wieder Spaß heute, oder? Ja, ja. Also. Auf jeden Fall. Dann haben wir die Anja. Finde ich ganz geile Geschichte. Die Anja, die ist ja eigentlich beim Messebauteam. Ja? Die Anja ist die Frau von Michael Nemeth.
und hat sich angeboten, hier ein bisschen zum Helfen bei uns. Ich weiß gar nicht, ob die Messebauer das wissen dürfen. Aber hoffentlich gibt es da keinen Stunk. Hm? Anja? Das kriegen wir schon noch, oder? Okay, passt. Ich habe Sorge, Thomas, ich. Anja ist die Chefin, wie überall, genau. Wie bei mir auch. Ja, es gibt nur eine Chefin. Genau. Meine hat sich versteckt gerade irgendwo. Und dann haben wir die Sarah auch dabei diesmal. Ja, die Sarah, das ist ja also die zukünftige Mutter von Dominiks Kind, wenn es dann im Januar auf die Welt kommt. Und auch die zukünftige Ex-Freundin von Dominik. Ja, also ihr könnt sie jetzt mal hier noch sehen. Finde ich auch geil, dass die diesmal dabei ist und uns ein bisschen unterstützt hier, moralisch zumindest. Ja, weil so hochschwangere Frauen darf man nicht mehr arbeiten lassen. Aber zumindest moralische Unterstützung. Ja, schön, Sarah, dass du mit dabei bist. Ja, wen haben wir sonst noch hier? Ja, alle anderen verstecken sich gerade noch. Ja, was übrigens auch noch eine ganz geile Geschichte ist, die Tischdekoration. Ja, die Beate, die Frau von Klaus, hat sich hier richtig viel Mühe gemacht und hat wunderschöne Tischdekoration gemacht. Ja, und einen Simulator haben wir natürlich auch dabei. Keine Party ohne Simulator. Nein. Und der Klaus testet das Ding gerade. Sehr angenehm. Und Klaus, 190er DTM, geil wie früher, oder? Marcel darf coachen. Der Marcel ist der Einzige hier, der das richtig kann. Ja, Anja, was ist denn dein Job heute hier so? Mein Bierwagen, Thomas, den hast du mir eingeteilt, danke. Bierwagen, ist geil. Wie kommst du heim? Mit dem Auto. Das glaube ich nicht. Meinst du nicht? Ja doch, bestimmt mit dem Auto. Da gibt es so weiße Autos, die haben so gelbe Schilder oben drauf. Genau. Und wenn man denen sagt, wo man hin will, fahren die einen direkt bis vor die Haustür. Ja, ja, das glaube ich. Und wir holen dann mein Auto oder bringst du es mir morgen? Ja, morgen fährst du mit dem Taxi wieder her und holst es wieder. Okay. Ja, läuft, oder? Läuft. So, ja, langsam geht's los hier. Das Buffet wird soeben eröffnet. Ich habe gesagt, zeigen wir euch natürlich ein bisschen. Haben wir einen leckeren Putenrollbraten, Serviettenknödel, Krautspatzen, Rinderbraten, ein Haxengulasch, wie sich's gehört von Oktoberfest, Kässpatzen natürlich. Da haben wir noch leckere Bratensoßen und Rahmsoße und natürlich ein Salatbuffet. Klaus, bist du immer der Erste, oder? Ja, heute ist mein Kässpatzen. Ja, Dominik, nach der Party ist vor der Party. Richtig. Ja? Abbauparty. Was machst du da eigentlich seit 2 Stunden schon für einen Lärm vor meinem Haus? Also ich habe keinen Lärm gemacht. Ich war leise, wegen mir bist du nicht aufgewacht. Aber ich glaube, du hast schon lange keine Kirchenglocken mehr gehört. Aber ich glaube, die läuten immer noch nach der Nacht. Ja, wir haben Sonntagmorgen nach der Party. Die Sonnenbrille brauchen wir heute. Also ich zumindest. Der Dominik war gestern brav. Der hat seine Freundin ja dabei gehabt. Der musste mal ganz lieb und brav sein. Hat dafür heute Morgen um 8 Uhr schon angefangen, hier abzubauen. Ja, und jetzt können wir den ganzen Kladderadatsch wieder zusammenpacken, einladen und wieder Richtung Allgäu fahren. Ja, und nächste Woche haben wir gar nicht so wahnsinnig viel zu tun. Da werden wir mal so langsam anfangen, unsere Go-Karts nach Wackersdorf wieder zum Zerlegen und schauen, dass alles läuft. Und ich habe da gerade was gesehen, das habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Der Super Racer hat Arbeitskleidung an. Seht ihr das? Der hat keine Rennfahrerklamotten an, der hat tatsächlich Arbeitskleidung an. Sensationell. Guten Morgen, lieber Marcel. Guten Morgen. Hast du gut geschlafen? Ja, gut, aber kurz. Ja, sehr kurz, weil der Marcel war ganz tapfer und hat bis nachts um 3 Uhr einen Simulator betreut. Ja, die Leute haben riesen Spaß gehabt. Ich glaube, der Simulator, der war das Highlight von der ganzen Veranstaltung. Das Ding ist gefühlt von 16 Uhr bis nachts um 3 Uhr einfach komplett durchgelaufen. Ja, der Felix ist auch schon fleißig. Guten Morgen. Und, hast du gut geschlafen? Ich habe ganz gut geschlafen. Ja? Was hast du denn geträumt? Ich habe von nichts geträumt, von dem Abbau jetzt. Der lügt, ohne rot zu werden. Sehr schön. Ja, dann gucken wir mal, ob wir die Chefin auch irgendwo finden. Ja, die Chefin, die klettert schon wieder. Guten Hallo, Morgen. Liebe Chefin. Guten hast Morgen. Hast du gut geschlafen? Man sieht's, ich bin grün im Gesicht. Nein. Ja, und sind wir wieder zu Hause. Gott sei Dank wieder im schönen Allgäu. Das war wieder die Woche mit der Schnitzelheim. Wir sehen uns nächste Woche Montag wieder. Viel Spaß die Woche.